Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie reinschauen bei uns. TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. Seit 1921 findet in der Würzburger Residenz Deutschlands ältestes Mozartfest statt. Sinfonie- und Kammerkonzerte mit hochkarätigen Orchestern und Stars der internationalen Klassikszene locken Musikfans aus aller Welt nach Würzburg. Ja, und seit Jahren ist es eine gute Tradition, dass im Rahmen dieses Mozartfests die bayerische Staatsregierung zum Staatsempfang nach Unterfranken einlädt. Soeben ist das Konzert im Kaisersaal der Würzburger Residenz zu Ende gegangen. Und natürlich gab es auch Musik von Mozart zu hören, zum Beispiel das Klarinettenkonzert in A-Dur mit Martin Fröst. Ja, und die Menschen, die freuen sich jetzt auf den Staatsempfang der bayerischen Staatsregierung. Wir nutzen jetzt noch einmal die Gelegenheit, um mit der Intendantin zu sprechen. Evelyn Meining, schön, dass wir hier sein dürfen. Guten Abend. Wie fällt denn Ihre vorläufige Bilanz aus? Das letzte Festivalwochenende läuft. 4 Wochen lang gab es Musikgenuss vom Allerfeinsten hier zu erleben. Ihre vorläufige Bilanz, wie zufrieden sind Sie? Das war ein ganz dichtes Festival. Also ich bin sehr, sehr glücklich. Ich gucke auf 4 Wochen zurück mit hoher künstlerischer Qualität, mit einem unglaublich enthusiastischen und auch kenntnisreichen Publikum. Die Auslastung wird sehr, sehr hoch ausfallen. Es gab Sternstunden unter den Konzerten. Und wir haben uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was ist Reife? Es waren ja wieder hochkarätige Künstler hier am Main, zum Beispiel Christiane Karg, Kit Armstrong, um nur einige zu nennen. Wie gelingt es Ihnen, diese renommierten Künstler hierher zu holen? Das Mozartfest hat eine riesige Tradition und auf diese Tradition schauen wir zurück und die haben wir, würde ich sagen, in den letzten Jahren neu belebt. Es ist ein neuer Schwung in das Mozartfest gekommen und das spricht sich auch bei den Künstlern rum. Die Gäste kommen zum Teil von weit her. Sie haben es gesagt, Magnetwirkung, Mozartfest. Und zum Beispiel kommen Sie auch zum Staatsempfang. Der trifft sich jetzt ein Stockwerk tiefer im Gartensaal, Frau Meining. Und da würde ich sagen, gehen wir beide jetzt auch hin. Vielen Dank. Sehr gerne. In diesem Jahr überbringt Justizminister Winfried Bausback die Grüße der Staatsregierung aus München an den Main. Bei mir ist jetzt der bayerische Justizminister Winfried Bausback. Herr Bausback, was macht denn für Sie die Faszination Mozartfest aus? Also zum einen natürlich der besondere Rahmen der Residenz, dann auch das Publikum, was auch die unterfränkische Gesellschaft widerspiegelt, jedenfalls an diesem Abend, und dann die großartigen Künstler. Heute Abend, das war ein solcher Genuss, das war wunderbar. Die Gäste sind sich einig. Kulturgenuss ist in Zeiten wie diesen nötiger denn je. Ich glaube, sie sind ganz, ganz wichtig, denn wir werden ja eigentlich dauerbeschallt über zahlreiche Medien von früh bis spät. Und es ist auch dabei wichtig, sich mal auf Musik zu konzentrieren, Musik auch von hervorragenden Interpreten zu hören, dabei auch ein gewisses Qualitätsbewusstsein zu erreichen und insgesamt auch dabei natürlich die Seele baumeln zu lassen. Bei mir ist jetzt die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Barbara Stamm. Wie hat Ihnen der Abend heute gefallen? Und was macht für Sie diese Faszination Mozartfest aus? Ja, ich muss sagen, ich freue mich jedes Jahr auf das Mozartfest. Es ist immer wieder ein Highlight und es ist halt immer auch ein Stück Heimat. Und von daher gesehen, es ist einfach schön, dass es das Mozartfest gibt. Es gibt's, man muss es nicht erfinden, dankenswerterweise. Es scheint so, als sei das Würzburger Mozartfest mit seinen 96 Jahren jung und attraktiv wie nie zuvor. Mit diesen Eindrücken geht ein wunderbarer Abend hier in der Würzburger Residenz zu Ende, ebenso wie das Mozartfest selber. Es endet morgen Abend mit der großen Jupiternacht im Vogel Convention Center. Und damit zurück nach München. Ja, vielen Dank, wir bleiben musikalisch. Seit Ende der 70er Jahre gibt es ihn, den traditionellen Tag der Blasmusik des Landkreises Passau. 24 Blaskapellen aus dem ganzen Landkreis und auch aus Oberösterreich sind mit dabei. Für Landrat Franz Mayer ist dieser Tag der Blasmusik in seiner mittlerweile 39. Auflage eine großartige Werbung für die tiefe musikalische Tradition des Landkreises. Also, es lebe die Blasmusik. Tag der Blasmusik in Sonnen im Landkreis Passau. Das ist seit fast 3 Jahrzehnten eine musikalische Heerschau der Blaskapellen in der Region. 24 Kapellen, darunter auch Musikfreunde aus dem benachbarten Österreich, fanden sich dazu ein. Zugleich feierte die gastgebende Blaskapelle Sonnen ihr 70-jähriges Bestehen.
Dieser Tag der Blasmusik zeigte, die Blasmusik hat in Ostbayern einen hohen Stellenwert. Und wir haben heute hier 24 Kapellen versammelt hier in Sonnen. Und ich freue mich sehr, dass wir etwa 500, 600 Musikerinnen und Musiker hier zu Gast haben, dass vor allem auch der Gemeinschaftschor mit im Mittelpunkt steht und dass dieser Tag der Blasmusik im Landkreis Passau zum 39. Mal stattfindet. Auch ein Fest der Tradition und der Heimat. Dass Blasmusik beliebt ist und dass es an Nachwuchs nicht fehlt, zeigt sich bei der Blaskapelle Sonnen, der gastgebenden Musikkapelle. Das ist heute unser Fest da. Unser 70-jähriges Bestehen und da haben wir gleichzeitig den Tag der Blasmusik. So eine Blasmusik wie die in Sonnen spielt nicht nur in den Bierzelten, sondern hat ein vielseitiges musikalisches Repertoire und dadurch viele unterschiedliche Auftritte. Wir machen hauptsächlich Bierzeltmusik, aber spielen wir wirklich alles von eigentlich modern bis böhmische Polka, Märsche, also Festzüge spielen wir, Hochzeiten spielen wir. Wir machen eigentlich quer durch den Gemüsegarten alles sehr wenig. Dass Blasmusik auch bei jungen Musikern ankommt, zeigte ein Blick auf die Zusammensetzung der Kapellen. Ich möchte sagen, dass die Blaskapellen auch eine Jugendbewegung darstellen. Über 60% sind im Jugendalter. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass unsere Blaskapellen aus dem Passauer Land, aber auch aus den Nachbarlandkreisen wie Frei und Grafenau oder auch aus Österreich heute auch hier in Sonnen zu Gast sind. Das steht auch für das Miteinander von Trent und Herrent. An jungen Leuten fehlt es auch der seit 70 Jahren bestehenden Blasmusikkapelle Sonnen nicht. Nachwuchs ist ganz gut. Also wir haben eine Blaskapelle, die ist von 70-Jährigen bis zum 13-Jährigen besetzt. Also ist gemischte Blaskapelle. Das spricht für eine gute Zukunft der Blaskapellen, die, so Landrat Franz Mayer, Botschafter unserer Heimat sind. Die Musik verbindet, gibt den Menschen Freude, bringt auch die Leute zusammen. Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper, der auch Bezirksleiter des Musikbundes Niederbayern ist, sprach vom Rhythmus unserer Heimat und von Sound, den wir brauchen. Den brachten die Gastgeber aus Sonnen mit zwei besonderen Stücken zu Gehör. Heute gehen wir zum Besten. Böhmische Liebe. Das ist eine schöne böhmische Polka mit Gesang. Auch mit zwei ganz Jungen wieder. Und von Freund zu Freund. Das ist ein ganz schönes Stück vom Viererblech. Als klingende Botschafter der Heimat, so verstehen sich die Blaskapellen, die sich in Sonnen zusammenfanden. Das Who ist Who der deutschen Filmbranche hat sich in München die Klinke in die Hand gegeben. Die Landeshauptstadt hat zum 35. Filmfest geladen. Anlass für alle Filmschaffenden, neue Kontakte zu knüpfen, Filme vorzustellen, neue Projekte zu entwickeln, aber auch über die aktuelle Situation und die Zukunft der Branche zu reden und diese kritisch zu beleuchten. Abseits des roten Teppichs gab es unter anderem Debatten über Fairness und Nachhaltigkeit in der Film- und Fernsehbranche. Ob Schauspieler, Regisseure oder Produzenten. Für Filmschaffende ist das Filmfest München ein jährlicher Pflichttermin. Es verleiht der Stadt viel Glamour. Doch hinter diesem verbirgt sich oftmals eine ernüchternde Realität. Geringe Einkommen, geschlechterspezifische Benachteiligungen und fehlende Altersvorsorge. Aspekte einer Branche, in der vieles im Argen liegt. Wie gesund ist der Filmstandort Deutschland? Vertreter aus Politik und Filmwirtschaft trafen sich, um über die aktuelle Situation, aber auch um die Zukunft der Film- und Fernsehbranche zu diskutieren. Wir attestieren, der Markt ist gerade schwierig, die Verhältnisse sind schwierig, es gibt unzufriedene Menschen, es gibt unzufriedene Firmen in unserem Fall. Und unsere Frage ist ja an die Politik, wo wollen Sie das hinbewegen? Was ist die Vision? Wo wollen wir in 10 Jahren sein als Gesellschaft? Wo wollen wir unseren öffentlichen rechtlichen Rundfunk hinentwickeln? Eine Studie für das Jahr 2015 über die Situation der Film- und Fernsehschaffenden ergab ein durchschnittliches Bruttojahreseinkommen von ca. 38.000 Euro, nur geringfügig über dem der Baubranche. Mehr als die Hälfte der Betroffenen sind so auf Einkünfte einer anderen Tätigkeit angewiesen. Selten wurden Gagen und Honorare auf Tarifniveau gezahlt. Arbeitszeitregelungen häufig nicht eingehalten. Das eine ist natürlich, wie wir ja gehört haben, dass die Gewerkschaft sehr großzügige Tarifverträge abschließt, was Arbeitszeiten anlangt, was Ruhezeiten und so weiter anlangt. Das ist natürlich zunächst einmal eine Frage zwischen denen, die den Tarifvertrag abschließen. Eine andere Frage ist, soweit es um gesetzliche Vorschriften geht.
Müssen natürlich dann die Behörden, die das sonst auch kontrollieren, wir kontrollieren ja durch die Gewerbeämter alles Mögliche, wenn es da Beschwerden gibt, dann müssen die Gewerbeämter da tätig werden. Es scheint ja zu ganz massiven Sozialdumping zu kommen. Das ist in keiner Branche akzeptabel, auch nicht in Ihrer Branche. Und dann kann man das, wenn man die gesetzlichen Rahmen unterläuft, natürlich mit den Mechanismen bekämpfen, die man hat, vom Zoll über die Berufsgenossenschaft und so weiter und so fort, und auch über das Geld. Wenn man auch Steuergelder Sozialdumping finanziert, dann haben wir ein massives Problem. Aus dem Publikum, überwiegend bestehend aus Film- und Fernsehschaffenden, kamen viele kritische Stimmen und Beispiele aus dem Alltag. Die Arbeits- und Lebenssituation vieler Betroffener ist prekär. Was ich ganz konkret tun kann als Politiker, dass man das einmal versucht, so aufzuarbeiten, dass man auch was daraus entwickeln kann und sagen kann, so, das Thema, da müssen wir mit der Gewerbeaufsicht reden. Oder bei einem anderen Thema geht es meinetwegen um eine gesetzliche Regelung. Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir nicht im Klein-Klein das Problem lösen können, sondern wo wir mal groß in die Rahmenbedingungen ran müssen. Und das nehme ich mit, dass das eine Aufgabe für die Politik ist. Konkrete Visionen jedoch blieben aus. Es gilt, die Politik weiter zu sensibilisieren und Veränderungen voranzutreiben. Auch Gewerkschaften und Berufsverbände müssen reagieren. Wenn Sie Lust auf Kultur haben, sind Sie bei uns genau richtig, denn wir haben uns für Sie umgeschaut, was aktuell gespielt wird. Sie hören es schon. Auf den Bühnen in Bayern jetzt aber. Das ist momentan ein Mix aus jungen Migranten, Kompanieschauspielern und Musikern. Hier Auszüge aus den Proben. Das neue Stück, Wer den anderen, wird im Rahmen der Kreiskulturtage Landsberg aufgeführt. Auf dieser dreistöckigen Bühne wird die Frage nach dem Wesen von Heimat gestellt. Eine Performance, die auf den kleinen Geschichten der Mitwirkenden basiert. Sie gehen zum Himmel und sind bei Gott. Wohin? Amin! Anwar! Walid! Anwar! Amin! Anwar! Die Theaterperformance ist noch am 6. und 7. Juli in der Klostermühle Windach zu sehen. Mich selbst finden. Don Juan oder Don Giovanni. Eine bedeutende Figur der europäischen Kulturgeschichte. Verführer und Vergewaltiger, Liebhaber und Mörder, Archetyp des Frauenhelden und todtrauriges Gespenst. Unzählige Male wurde seine Geschichte auf einer Bühne gezeigt. In dieser Inszenierung zeigt Regisseur Herbert Föttinger auch die emotionale Leere der heutigen Gesellschaft. Allgegenwärtig moderne Medien. Es ist so, wenn Sie so wollen, worum geht es in Don Giovanni? Der Todeskampf des Don Giovanni. Und da dachte ich, das ist einer, der lädt einen Toten ein. Also er fordert die Transzendenz heraus. Und das ist, konnte ich nur übersetzen mit dem, er fordert Gott heraus. Also er fordert Jesus Christus heraus, er fordert so ein Kreuz heraus. Komm doch, werde doch lebendig, zeig mir, dass du ein ebenbürtiger Gegner bist. Er gibt dieser Christusfigur die Chance, lebendig zu werden. Und das ist meine Übersetzung. Die wird natürlich nicht lebendig, das ist klar. Die ist in den letzten 2000 Jahren nicht lebendig geworden. Und dann gibt es nur einen Weg mit 180 gegen die Wand. Mozarts Don Giovanni ist noch bis zum 12. Juli im Münchner Cuvier-Theater zu sehen. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung.
gesündere Produkte und eine gerechte Entlohnung der Milchbauern. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Ciao, Bruderherz. Du kommst genau richtig. Ich habe für dich gekocht. Dafür habe ich den ganzen Tag in der Küche gestanden. Maxi Ravioli mit Tomaten und Mozzarella. Richtig lecker. Du hast gekocht? Das war doch Mama. Schmeckt's nur wie bei Mama. Extra groß und extra lecker. Maxi Ravioli von Pasta Romana. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. VDK-Aktion zur Bundestagswahl. Soziale Spaltung stoppen. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Die Unternehmen erzielen Rekordgewinne. Alles gut also? Nein. Die soziale Kluft wächst. Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen. Ungerecht findet der Sozialverband VDK und fordert soziale Spaltung stoppen. Unterstützen Sie uns. Werden Sie Mitglied im Sozialverband VDK. VDK. Unabhängig, solidarisch, stark. Augsburger Synagoge. Bundespräsident Steinmeier besucht die jüdische Gemeinde. Ein geschichtsträchtiger Ort. 100-jähriger Geburtstag des Nürnberger Justizpalastes. Und ausgetrocknet. Warum die Prien zu wenig Wasser führt und warum das nicht nur an den hohen Temperaturen liegt. Mitte der Woche wurde im Regensburger Neubaugebiet Dönbergviertel eine Fliegerbombe gefunden. Damit diese entschärft werden kann, mussten an diesem Wochenende alle Gebäude im Umkreis von 400 Metern des Fundortes evakuiert werden. Rund 1500 Anwohner mussten ihre Wohnung verlassen. Außerdem wurde das Gefängnis am Rande der Altstadt geräumt. Die Insassen der JVA wurden verlegt. Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde hier im Dörnbergviertel im inneren Westen Regensburgs wieder eine Fliegerbombe gefunden. Es ist die 6. in Regensburg dieses Jahr. Die Fliegerbombe ist 225 Kilogramm schwer und stammt noch vom Zweiten Weltkrieg. Außerdem handelt es sich dabei um einen sogenannten Zerscheller. Das bedeutet, dass die Bombe beim Aufprall zwar angerissen ist, aber nicht explodiert ist. Dies passiert meistens dann, wenn die Bombe relativ flach auf dem Boden aufprallt. Heute, am Samstag, also 4 Tage später, wurden dann die Evakuierungsmaßnahmen angesetzt. In einem Sicherheitsradius von 400 Metern wurden 1500 Anwohner evakuiert. Auch die angrenzende Bahnstrecke war betroffen, aber durch die lange Planung konnten eben Ersatzbusse eingesetzt werden. Das Besondere jetzt an diesen Evakuierungsmaßnahmen war, dass auch die angrenzende Justizvollzugsanstalt evakuiert werden musste. Die rund 100 Insassen wurden heute mit Reisebussen weggebracht. Dies ist in der über 100-jährigen Geschichte der JVA noch niemals der Fall gewesen. Im August spielte sich in Augsburg ein ähnliches Szenario ab. Auch dort sollte wegen einer Bombenevakuierung ein Gefängnis evakuiert werden, aber die Zuständigen hatten es damals ohne Sprengung geschafft, die Bombe zu entschärfen und deshalb war keine Evakuierung nötig. Um 10 nach 2, also um 14.10 Uhr, wurde die Bombe entschärft und um 14.50 Uhr die erste Sprengung durchgeführt. Nachdem die Bombe jetzt entschärft ist, werden die JVA-Insassen noch heute dorthin zurückgebracht. Elisa Köppen aus dem Dörnbergviertel in Regensburg für TV Bayern Live. Sie hat als einzige Großstadtsynagoge die Reichspogromnacht überstanden und gilt als eine der schönsten in ganz Deutschland, die Synagoge in Augsburg. Vor 100 Jahren wurde sie eingeweiht und jetzt wurde dieses besondere Jubiläum mit einem Festakt gefeiert. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Horst Seehofer waren weitere hochkarätige Gäste angereist, um der jüdischen Gemeinde in Augsburg ihre Ehre zu erweisen. Jüdisches Leben ist in diesen Tagen wieder sichtbar in Augsburg. Die jüdische Gemeinde feierte das 100-jährige Bestehen ihrer Synagoge. Sie überstand die Angriffe in der Reichspogromnacht.
An Antisemitismus dürfen wir uns in Deutschland aber nicht gewöhnen, mahnte der Bundespräsident beim Festakt. Ja, es gibt Antisemitismus in unserem Land. Er steckt in tumpen Hetzparolen ebenso wie in versteckten, scheinbar entgleisten intellektuellen Nebenbemerkungen. Aber an das eine wie an das andere dürfen wir uns niemals gewöhnen. Ministerpräsident Horst Seehofer bekräftigte, es gebe Nulltoleranz gegenüber Rechtsextremismus und Antisemitismus in Bayern. Jeder muss wissen, wer unsere jüdischen Mitbürger bedroht, stellt sich gegen die Demokratie und die Freiheit, er bedroht uns alle. Alle jüdischen Bürger sollen sich in Bayern sicher, zu Hause und geborgen fühlen, so Seehofer weiter. Ja, das ist Ausdruck unserer tiefen Verwurzelung und Ausdruck, dass die Juden unser fünfter Stamm sind. Mit dem Besuch des Bundespräsidenten und bayerischen Ministerpräsidenten fanden die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Synagoge einen krönenden Höhepunkt. Das sind Themen, die momentan ständig heiß diskutiert werden. Ostbayernring, Südostlink. Während man sich bei der Stromtrasse Südostlink im Grunde schon auf Erdverkabelung geeinigt hat, war beim Ostbayernring meist von Gittermasten die Rede. Bei einer Informationsveranstaltung des Bayerischen Bauernverbandes in Neustadt an der Waldnaab wurden jetzt Alternativen vorgestellt für die großen Stromgittermasten. Riesige Stahlgittermasten, wie hier bei Etzenricht, markieren den 185 Kilometer langen Ostbayernring. Jeder von ihnen nimmt am Boden eine 64 Quadratmeter große Fläche ein, die den Landwirten wiederum als Nutzfläche fehlt, da sie nicht bewirtschaftet werden kann. Doch der Ostbayernring soll auf zwei 380 kV-Systeme erweitert werden. Und deswegen wurde in der Stadthalle Neustadt-Waldnaab jetzt vom Bundesverband Kompaktleitung über sogenannte Kompaktmasten als Alternative zu den Stahlgittermasten informiert. Der Unterschied ist einfach, dass sie umweltverträglicher sind. Sie sind von der Höhe her geringer. Sie fügen sich besser in die Landschaft ein. Sie sind schmäler. Und natürlich die Bodenaustrittsmasse, was gerade für die Landwirte von eminenter Bedeutung ist, ist ebenfalls erheblich geringer. Hier werde statt den 64 Quadratmetern nur eine Fläche von 3,14 Quadratmetern pro Mast benötigt. Ein wichtiger Vorteil für die Landwirte und den Bayerischen Bauernverband, kurz BBV, der zur Infoveranstaltung geladen hat, sei die 19 Meter schmälere Trassenbreite, die für die Kompaktmasten benötigt wird. Dies würde bedeuten, dass pro Leitungskilometer 1,68 Fußballfelder Wald weniger eingeschlagen werden müsste. Bei den Landwirten stieß dies auf offene Ohren. Sie wollen sich für Kompaktmasten als Alternative stark machen. Jetzt ist es schlichtweg, sind es unsere Forderungen einfach vom Bauernverband, eben dass TenneT und die Bundesnetzagentur auf das eingeht, auf unsere Forderungen, einfach diesbezüglich geringere Behinderungen für uns Bauern letztlich zu produzieren, hinzustellen in unsere Flächen, weil irgendwo werden unsere Flächen ja gebraucht für diesen Ostbayernring. Und da wollen wir einfach klar machen, dass dies eine gute Alternative ist. Es sei das geringere Übel, mit dem die Betroffenen besser leben könnten. Und dafür müssten sich die Landwirte und alle Betroffenen nun einsetzen. Denn der Ausbau des Ostbayernrings befindet sich bereits im Planungsverfahren. Es sei also eine Minute vor zwölf. Ja, und laut dem Bundesverband Kompaktleitung sind im gesamten europäischen Ausland bereits Kompaktmasten im Hochspannungsbereich gang und gäbe. Klaus Denzinger zeigte sich auch optimistisch, dass dies auch bald in Deutschland verbaut würde. Weitere wichtige Meldungen aus Bayern jetzt in unserem Nachrichtenblock. 70 Millionen Euro werden in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel in ein hochmodernes Rehabilitationszentrum investiert. Der Name? Medizinisches Zentrum Fichtelgebirge. Im Wesentlichen richtet sich die neue Einrichtung an Patienten ab Mitte 30 bis zum Kreis, deren Lebensqualität nach schweren gesundheitlichen Problemen wiederhergestellt werden soll. Außerdem geht es darum, den Alterungsprozess zu verlangsamen und die geistige und körperliche Fitness so lange wie möglich zu erhalten. Baubeginn soll bereits 2018 sein. Fertigstellung zwei Jahre später.
Der Nürnberger Justizpalast feiert 100-jähriges Jubiläum. Und das ein wenig verspätet, denn streng genommen war der runde Geburtstag des geschichtsträchtigen Ortes bereits im letzten Jahr. Allerdings wurden die Festlichkeiten aufgrund des Amoklaufs in einem Münchner Einkaufszentrum kurzfristig abgesagt. Jetzt wurde der Festakt im Beisein des bayerischen Justizministers Winfried Bausback nachgeholt. 1916 eingeweiht wurde der Justizpalast vor allem durch die Nürnberger Prozesse weltweit bekannt, die von 1945 bis 1946 im Saal 600 stattfanden. Lange Trockenperioden mit wenig Niederschlag und die ungewöhnlich hohen Temperaturen haben ihre Spuren hinterlassen an den bayerischen Gewässern. Vielerorts ist der Wasserspiegel sehr niedrig oder so wie an einigen Stellen entlang der Prien gar nicht erst vorhanden. Schuld daran sind jedoch nicht nur die schlechten Witterungsverhältnisse, sondern vor allem die etlichen Wasserkraftwerke, die durch das Ableiten des Wassers das Versiegen der Prien bewirken. Die Prien, mit einer Länge von rund 32 Kilometern, einer der längsten Wildbäche im bayerischen Alpenraum. Nach längeren Trockenperioden führt der Fluss oftmals nur wenig Wasser, an sich ja kein Problem. Doch an einigen Stellen bietet sich dann doch ein nahezu schockierender Anblick, ein ausgetrocknetes Flussbett. Und das liegt nicht nur an den Witterungsverhältnissen. Das ist eine Problematik, die wir hier an diesem Bild ganz gut sehen. Das ist als Problematik der Wasserkraft. Hier haben wir sogenannte Ausleitungskraftwerke, die sozusagen an einem Wehr der Prien das Wasser entnehmen und das über einen Triebwerkskanal einem Triebwerk zuführen. Und ab dieser Ausleitung bis zu dem Punkt, wo dann aus dem Triebwerk das Wasser wieder ins alte Flussbett zurückkommt, fällt das alte Flussbett mehr oder weniger trocken, wenn kein Restwasser abgegeben wird. Und wir haben hier an diesem Standort den Fall, man sieht es an dem Schütz dort vorne sehr deutlich, dass hier mehr oder minder kein Tropfen Wasser abgegeben wird und dementsprechend die Prien und das breite Bachbett, das sie hier hat, trocken liegt. Da bisherige Versuche seitens des Landesfischereiverbandes etwas an der Situation zu ändern scheitern, hat sich der Naturschutzverband nun an die Politik gewandt. So war der Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für Umwelt- und Verbraucherschutz, Florian von Brunn, vergangenen Donnerstag persönlich vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Auch er erkannte schnell, worin die Problematik entlang der Prien besteht. Also wir haben im Moment eine große Trockenheit in der Region. Also die Prien führt wenig Wasser. Und der Wasserkraftbetreiber hier eines kleinen Wasserkraftwerks, der entnimmt so viel Wasser, dass der Fluss komplett trockengelegt ist. Was natürlich gravierende Umweltschäden hervorruft auch. Eigentlich spricht ja nichts gegen die Nutzung der Wasserkraft. Aber regenerative Energien, die dann doch wiederum der Umwelt schaden? Mit Sicherheit ist das nicht im Sinne des Erfinders. Also grundsätzlich kann man Wasserkraft umweltfreundlich betreiben, wenn man genug Wasser im Fluss drin lässt, wenn die Fische nach oben und unten durchwandern können, also wenn es durchgängig ist für die Fische, wenn die Turbinen so sind, dass die Fische nicht verletzen. Aber so wie das jetzt hier praktiziert wird, geht es nicht. Und das müsste eigentlich das Landratsamt, aber auch das Umweltministerium verhindern, dass solche Zustände entstehen. Die gesammelten Erkenntnisse gilt es nun in den Landtag zu tragen, damit endlich eine Lösung gefunden werden kann. Wir werden jetzt noch mal im Umweltministerium als SPD-Fraktion nachhaken, was los ist. Seit 2014 laufen Kontrollen. Es hieß aus dem Umweltministerium, gegen solche Zustände wird vorgegangen. Ich kann hier nichts erkennen. Also wir werden das Thema im Landtag auf die Tagesordnung setzen. Vielleicht ändert sich ja dann endlich etwas an der problematischen Situation entlang der Prien. Heiße Sommer machen dem Fluss ohnehin schon genug Probleme. Der Mensch muss nicht auch noch seinen Teil zum Austrocknen des Gewässers beitragen. Laut Energiekonzept der Bundesregierung sollen im Jahr 2050 mindestens 80% des Bruttostromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Das bedeutet konkret, es braucht neue Konzepte zur Erzeugung, Verbrauch, Übertragung und Speicherung. Das Fraunhofer-Institut Umsicht in Sulzbach-Rosenberg engagiert sich bereits seit Jahren im Bereich erneuerbare Energien und hat dazu immer wieder neue Konzepte erarbeitet. Sei eine Energieversorgung Deutschlands zu 100% aus erneuerbaren Energien möglich und das allein auf der Basis von Ressourcen, die in Deutschland zur Verfügung stehen. Konzepte zur Energiegewinnung wie die Biobatterie entwickelt auch der Fraunhofer-Institutsteil Umsicht in Sulzbach-Rosenberg, vorgestellt beim Sommersymposium. Da geht es darum, wie wir Wärme nutzen, um Biomasse aufzuarbeiten. So, was muss man dazu machen? Dazu muss man Wärme speichern. Und das ist eines der großen Forschungsschwerpunkte. Das muss man auf verschiedenen Temperaturniveaus machen.
Seit 1990 entwickelt Fraunhofer Umsicht in Sulzbach-Rosenberg Verfahren zur Bereitstellung und zum Einsatz von Energien, Rohstoffen und Materialien. Nur ein Beispiel sei eben das TCR-Verfahren zur Energiegewinnung aus Klärschlamm. Das steht auch im Mittelpunkt einer Kooperation mit der Universität in Birmingham. Das ist jetzt die Technik, die wir brauchen für ein Konzept, was ich 2008 für die Stadt Birmingham entwickelt habe, um die Stadt in die Lage zu versetzen, aus grünen Reststoffen Eigenstrom zu erzeugen. Heute ist die Stadt in der Situation, dass man ungefähr 2 Milliarden Pfund pro Jahr ausgibt, nur für die Stromversorgung. Und dieses Geld würde man gern wirtschaftlich in die Stadt zurückholen, um einfach Mehrwert zu schaffen für die Bürger. Und die Technik TCR ist ein Schritt, um aus Klärschlamm und sonstigen biogenen Reststoffen grünen Strom, aber auch grünen Wasserstoff, zum Beispiel für Busse und für Bahnen, zu erzeugen. Biomasse jederzeit in Energie umzuwandeln. Methoden wie das TCR würden dies möglich machen. Genauso wie die thermochemische Speicherung, bei der es möglich ist, Wärme saisonal zu speichern und erst nach Monaten zu nutzen. Kurz gesagt, Energieausgleichsoptionen. Die Energieversorgung allein mit vorhandenen Ressourcen stemmen. Rund 135 Mitarbeiter forschen hier täglich daran. Auf dem Weg zur Energiewende. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gesündere Produkte und eine gerechte Entlohnung der Milchbauern. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair, die 5-Sterne-Milch für Bayern. Ciao, Bruderherz. Du kommst genau richtig. Ich habe für dich gekocht. Dafür habe ich den ganzen Tag in der Küche gestanden. Maxi Ravioli mit Tomaten und Mozzarella. Richtig lecker. Du hast gekocht? Das war doch Mama. Schmeckt's nur über Mama. Extra groß und extra lecker. Maxi Ravioli von Pasta Romana. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. VDK-Aktion zur Bundestagswahl. Soziale Spaltung stoppen. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Die Unternehmen erzielen Rekordgewinne. Alles gut also? Nein, die soziale Kluft wächst. Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen. Ungerecht findet der Sozialverband VDK und fordert soziale Spaltung stoppen. Unterstützen Sie uns. Werden Sie Mitglied im Sozialverband VDK. VDK. Unabhängig, solidarisch, stark. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Die aktuellen Themen aus der bayerischen Wirtschaft haben wir jetzt für Sie kompakt zusammengefasst in unserem Wirtschaftsradar. Die Themen heute: Wirtschaft und Wissenschaft auf dem Weg in die digitale Zukunft und mehr Verantwortung für Bundesländer, Reform des Finanzausgleichssystems. Richtig eindrehen, nichts vergessen. Mit diesem cleveren Akkuschrauber geht alles rascher und präziser, denn die Arbeit wird auch gleich überprüft. Mehr Erfolg also mit digitalen Techniken. Darauf macht der Zukunftsrat der bayerischen Wirtschaft aufmerksam und präsentiert in den Eisbach-Studios in München viele innovative Ideen sowie eine neue Studie, die kurz zuvor in einer Presserunde vorgestellt wurde. Wir stellen fest, dass digitalisierte Unternehmen erfolgreicher sind, dass sie international wettbewerbsfähiger sind, die kleinen Unternehmen im deutschen Markt wettbewerbsfähiger sind und dass sie zukunftsfähiger sind. Das sogenannte Smart Farming.
dass man mit intelligenten, computergestützten Methoden die Felder sektoral auf Quadratmeter genau düngt und auf diese Weise Wertschöpfung erhält. Und darauf weist die neue Studie hin. Grundlage der Ergebnisse ist eine Befragung von rund 2500 Unternehmen. Die Studie durchleuchtet verschiedene Facetten der Digitalisierung. Sie gibt Handlungsempfehlungen, wirft aber auch einen strengen Blick auf den Ist-Zustand in Betrieben. Die höchste Stufe der digitalen Reife erreichen derzeit nur einige Großunternehmen. 10% der befragten Firmen befinden sich sogar noch auf Stufe 0. Wenn die Unternehmen diese Chancen nicht nutzen, werden sie langfristig Probleme haben. Das heißt, dann werden langfristig Arbeitsplätze in dem Unternehmen verloren gehen. Ein Thema, das übrigens auch Hochschulen stark beschäftigt. Die Organisation einer Universität nach Fakultäten wird bald nicht mehr zeitgemäß sein. Wir benötigen interdisziplinäre Forschungsinstitute, die gleichzeitig eine kritische Masse aufweisen, um eben international mithalten zu können. Über den Tellerrand blicken, das empfiehlt der Zukunftsrat Forschern wie auch Unternehmern. In allen Branchen bietet die Digitalisierung Chancen und neue Möglichkeiten. Betriebe sollten prüfen, welche digitalen Techniken auch für ihren Geschäftsbereich gut geeignet wären. Ein starkes Bayern zahlt mit 5,82 Milliarden Euro mehr als die Hälfte in den Länderfinanzausgleich. Bundesländer wie Berlin erhalten fast 4 Milliarden Euro. Mit dieser Umverteilung ist es ab 2020 vorbei. Denn Anfang Juni beschlossen Bundestag und Bundesrat ein neues System. Dabei gewinnt der Bund an Einfluss, zahlt aber auch deutlich mehr an die Länder. Bei einem Kongress in München stehen die Bund-Länder-Finanzen im Fokus der Vorträge. Eine Studie setzt sich mit Chancen der Reform auseinander. Einer der wichtigen Punkte ist, dass wir sagen, das Land, die Länder haben jetzt genug Geld, dass man auf jeden Fall auch Steuerautonomie einführen kann, weil keiner mehr gezwungen wäre, wegen fehlenden Geldes gleich die Steuern hochzusetzen. Die Länder sollten einen Teil des Einkommensteuertarifs auch selber festlegen können. Und wir sagen gleichzeitig, dass wir uns besser vergleichbar machen müssen, sichtbarer machen, was die Länder denn tun, weil viele Menschen nehmen ihre Länder nicht mehr als politische Einheit wahr. Sparsam haushalten, Verantwortung übernehmen, eigene Schwerpunkte setzen. Daran sollte sich eine Landespolitik orientieren und ihre Leistungen selbstkritisch in einem Ländervergleich analysieren. Diesen Weg empfiehlt auch das Bayerische Finanzministerium. Wenn Leistung belohnt wird, ist es letztlich für alle, die leisten, positiv. Und deswegen sind wir überzeugt, dass auch hier ein Wettbewerbsföderalismus ein guter Weg wäre. Für den eigenen Standort werben, das Land voranbringen. Mit einer zielgerichteten Wachstumspolitik können laut Studie auch finanzschwache Länder ihre Situation deutlich verbessern und irgendwann selbst eine starke Wirtschaftsregion werden. 2016 zahlten die starken Länder Bayern, Baden-Württemberg und Hessen den Finanzausgleich an die restlichen 13 Bundesländer. Auch diese Woche haben wir für Sie Bayern im Blick. Mein Kollege Uwe Brückner im Gespräch mit Staatssekretär Georg Eisenreich über das Bildungspaket, über neue Lehrstellen, über vermehrte Computernutzung im Unterricht und über Informatik als wichtiges Schulfach. Bayern im Blick. Bayern im Blick. Heute geht es um Bildung. Zu Gast ist der Bildungsstaatssekretär Georg Eisenreich. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Sie sind selber Familienvater, die Kinder gehen auch irgendwann in die Schule und Sie genießen jetzt dann das G9. Das ist der große Wurf. Seehofer sagt, ein historischer Moment. Professor Waschler, Fraktionskollege, ein gewaltiger Aufschlag. Und Ihr Minister Spänle spricht von einem großen Wurf zurück zum G9. Ist das jetzt Wahlkampf? Nein, es ist eine wichtige Entscheidung, die langfristige Bedeutung hat. Und wir haben im letzten Jahr einen intensiven Dialog geführt mit der kompletten Schulfamilie, mit den Lehrern, mit Schülern, mit den Eltern, mit den Direktoren, auch mit den Schulträgern, mit den Kirchen. Und am Ende waren alle einer Meinung, dass wir ein Gymnasium brauchen, das auf die unterschiedlichen Lernzeitbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingeht. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, dass das Gymnasium künftig grundständig 9 Jahre ist und dass es aber die Möglichkeit geben muss, das Gymnasium auch in 8 Jahren zu
absolvieren. Es gibt mancherorts in Bayern Schulämter, die in ihrer Not rekrutieren wieder pensionierte Lehrer oder Lehramtsstudenten oder, wenn es sein muss, ohne Uni-Ausbildung, aber mit pädagogischer Zusatzausbildung. Also Geld ist da, aber das Personal fehlt. Also der Bedarf nach zusätzlichen Lehrkräften ist in den letzten Jahren vor allem durch die hohe Zahl an Flüchtlingskindern und Asylbewerberkindern gekommen. Ansonsten haben wir insgesamt genug Lehrkräfte, wenn man über alle Schularten die Lehrkräfte zusammenzählt. Wir haben am Gymnasium zu viele, können also nicht alle einstellen. Wir haben an der Realschule zu viele, können dort auch nicht alle einstellen. Und deswegen bieten wir Qualifizierungsmaßnahmen an, damit diese Lehrkräfte dann auch in der Grundschule und insbesondere in der Mittelschule eingesetzt werden können. Das heißt, Sie bieten Angebote für aktuelle Gymnasiallehrer, in der Mittelschule auszuhelfen, vielleicht dann auch später wieder zurückzukommen? Genau, also die Gymnasiallehrkräfte sind ja ausgebildete Lehrkräfte mit einem ersten und einem zweiten Staatsexamen, genauso auch die Realschullehrkräfte. Und wir bieten hier Qualifizierungsmaßnahmen an, dass die an der Mittelschule sich weiterqualifizieren, um auch dort eingesetzt werden zu können. Und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen dann, wenn wieder Bedarf oder Möglichkeiten an der Realschule und Gymnasium sind, dann zu wechseln. Also dieses Bildungspaket wird ja sogar, man höre und staune, von den Lehrerverbänden begrüßt. Ja? Also ein guter Tag für Bayern, sagt der Chef des Philologenverbandes zum Beispiel und so weiter. Allerdings ist die Situation draußen an der Front nach wie vor hart. Der Lehrer muss Integration leisten, er muss Inklusion schaffen und dann wird er auch noch zur Ganztagesbetreuung oder Beschulung herangezogen. Also das ist ja mit einem Schlag innerhalb von wenigen Jahren Enormes gekommen. Ja, die Herausforderungen für die Lehrkräfte, die sind groß. Und deswegen möchte ich auch jede Gelegenheit nutzen, um unseren Lehrkräften zu danken für das, was sie wirklich tagtäglich in der Schule leisten, um Schülerinnen und Schüler zu fördern, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und Sie haben einige Herausforderungen genannt, das Thema Inklusion, das Thema Ganztagsbetreuung. Dann in den letzten Jahren ist die Integration von Flüchtlingskindern dazugekommen. Und es gibt natürlich auch die Grundaufgabe, jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin bestmöglich zu fördern. Das ist eine große Herausforderung. Und wir bemühen uns, die Schulen und die Lehrkräfte auch bestmöglich zu unterstützen. Deswegen sind wir als Kultusministerium auch so unglaublich froh, dass es uns mit diesem Bildungspaket gelungen ist, dass wir 2000 zusätzliche Lehrerstellen für die Bildung bekommen. Das ist wirklich ein großer Aufschlag. Da sagt mancher Oppositionelle, ja, falsch gerechnet. Wir haben ja einen riesigen Pensionsstau vor uns. Die gehen ja alle in Pension, die müssen ja ersetzt werden. Ja, ich habe im Vorfeld dieser Sendung diese Aussage noch mal prüfen lassen. Also wir haben in Bayern 112.000 Lehrkräfte und über 60 Jahre sind 13,5%, also 15.000. Das heißt, wir erwarten keine überdurchschnittlich große Pensionierungswelle. Okay, also interessant, das aus Ihrem Mund zu hören. Ein Satz zur vermeintlich mangelnden digitalen Medienkompetenz. Also eine Studie vor ein paar Jahren schon sagt, Deutschland ist das Schlusslicht im Einsatz von digitalen Medien in der Schule. Sogar Chile und noch ein anderes Land seien viel häufiger am Computer, am Rechner als Deutschland. Deutschland muss im Bereich der digitalen Bildung Tempo machen. Das ist völlig richtig. Innerhalb Deutschlands ist Bayern an der Spitze. Das muss man immer dazu sagen. Wir tun ja auch viel. Die digitale Bildung ist bei uns schon seit Jahren ein Schwerpunkt, den wir auch weiterentwickeln wollen. Aber Deutschland muss insgesamt wirklich auf die Tube drücken, wenn ich das mal so sagen darf. Wir machen in Bayern hier auch wirklich, wir machen wirklich viel. Wir haben 2015 im Kultusministerium eine entsprechende Strategie entwickelt, wie wir Digitalisierung an den Schulen, an den Hochschulen entsprechend umsetzen. Das fängt an über die Lehrpläne. Jetzt haben wir entschieden, dass an allen weiterführenden Schularten auch Informatik jeder Schüler besuchen muss. Also Lehrpläne, dann geht es um das Thema Lehrerbildung, Lehrerfortbildung. Wir haben das digitale Landesmedienzentrum MEBIS, wo es eine Lernplattform gibt, wo es Materialien gibt, Videos gibt.
Dann haben wir, um die Schulen auch weiterzuentwickeln, Referenzschulen für Medienbildung, die dann andere Schulen anleiten, entsprechende Medienentwicklungspläne zu machen. Also und. Einfach 2.000, 3.000 Computer reinzustellen, das ist es ja nicht. Nein. Man muss ja den Umgang und die Kreativität daran lernen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also wir brauchen auf der einen Seite die Ausstattung der Schulen. Hier sind insbesondere auch die Sachaufwandsträger, die Schulträger, also die Kommunen, gefordert, wobei wir jetzt erst im Mai beschlossen haben, dass es ein großes Förderprogramm auch gibt. Wir hoffen natürlich auch, dass der Bund einsteigt. Das ist auch schon angekündigt. Da müssen wir mal abwarten, was nach der Bundestagswahl entsprechend kommt. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch um das Vermitteln entsprechender Inhalte, entsprechender Kompetenzen. Wir brauchen Schülerinnen und Schüler, die bei der Daten- und Informationsflut besser aussuchen können, die Dinge hinterfragen können, bewerten können, die mit diesen digitalen Endgeräten verantwortungsvoll umgehen können. Wir brauchen also hier insbesondere die Medienbildung. Und da gibt es, das ist eines meiner Lieblingsthemen, da gibt es eine Erfindung, eine bayerische Erfindung, die bundesweit Schule macht, der Medienführerschein. Das ist sowas wie das Seepferdchen, nur in der digitalen Welt. Das ist eine bayerische Erfindung und greift eigentlich. Wie viele Schüler in Bayern haben diese besondere Medienkompetenzausbildung schon durchlaufen? Also ob es das jetzt nur in Bayern gibt, das weiß ich gar nicht, aber in Bayern gibt es ja schon sehr, sehr lange den Medienführerschein. Inzwischen haben den über 200.000 Schülerinnen und Schüler. Also da kann man die Schulleiter und Eltern nur auffordern, ihren Kindern das Fahren zu lernen, das Fahren in der digitalen Welt. Es ist eigentlich ein bisschen spurlos an ihnen vorübergegangen. Jugendlich, wie immer, dieser Schulpakt, dieser Bildungspakt war ja doch intern ein sehr harter, hart umstrittener Kampf, oder? Ja, wenn es um viel Geld geht, dann wird natürlich immer gerungen, weil es viele Möglichkeiten gibt, Steuergelder, also das Geld der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Aber seit wirklich vielen, vielen Jahren, und das freut mich als Bildungspolitiker auch sehr, ist es wirklich so, dass sowohl die Staatsregierung als auch die Fachpolitiker bei uns in der Fraktion sagen, einer der wichtigsten Bereiche, wo wir investieren müssen, ist die Bildung. Da geht es um die Zukunft. Wir haben keine Rohstoffe unter der Erde. Unser Rohstoff sind die Menschen, ist der Geist. Hier müssen wir investieren. Und deswegen sind am Ende auch wirklich alle zufrieden und überzeugt, dass diese 2.000 Lehrerstellen plus der Minister Söder hat es gesagt, fast 1 Milliarde wirklich gut investiert sind für die Zukunft Bayerns. Das ist ein tolles Schlusswort. Unser Rohstoff ist der Geist der Menschen. Vielleicht auch ein bisschen das Bier. Wir sind ja in Bayern, entschuldigen Sie. Das war unser Ausblick auf die Bildung. Bedanke mich fürs Kommen, Staatssekretär Georg Eisenreich, Bildungsstaatssekretär. Und wir geben zurück. Ja, vielen Dank, Uwe Brückner, und vielen Dank an den Kultusstaatsminister, Staatssekretär. In den vergangenen Jahren, da hat es einen regelrechten Biogasboom gegeben, aber allmählich wird die Kritik an den Anlagen immer lauter. Ein Kritikpunkt: Monokulturen nehmen Überhand. Da Mais die effizienteste Pflanze für Biogas ist, besteht die Gefahr, dass es nach und nach nur noch Maisfelder gibt, wodurch die Landschaft verödet und der Boden ausgelaugt wird. In Almesbach soll diese Angst jetzt genommen werden. Dafür gab es auch einen Feldtag, bei dem es um Artenreichtum durch Biogas ging. Biogas bringt Vielfalt auf die Felder. Das ist die Botschaft des Feldtags am Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum, kurz LVFZ in Almesbach. Dort wurde im Rahmen des Projekts Informations- und Demonstrationszentrum Energiepflanzenanbau gezeigt, welche Pflanzen den Mais als Substrat für Biogasanlagen ergänzen können. Das geht für die Landwirte erstmal los bei den klassischen Kulturen, die sie kennen. Also da spielt das Getreide eine wichtige Rolle, dass wir in unterschiedlichen Anbausystemen anbauen können, auch als Mischkultur mit Blühaspekten, also mit Leguminosen da drin. Aber auch eine Vielfalt von neuen Kulturen, Dauerkulturen, die durchwachsene Silvie spielt eine Rolle. Und auch Wildpflanzenmischungen, also mit ganz viel Blühangebot.
Zum Thema Substratvielfalt für Biogasanlagen wird in Bayern seit einigen Jahren intensiv geforscht. Die Feldtage zum gleichen Thema gibt es bayernweit an 9 Standorten. In mehreren Parzellen sind die verschiedenen Pflanzen angebaut, die sich für Biogasanlagen eignen. Die Landwirte können sich natürlich darüber informieren, wie der Anbau läuft, wie die Erträge sind, wie die Methanausbeute ist für die Biogasanlage. Und natürlich auch die Bevölkerung sieht, dass die Landwirte auch was machen, hinsichtlich dem Maisanbau entgegenzuwirken. Auf der Schaufläche in Almisbach wurden beim Feldtag verschiedene Kulturen im praktischen Anbau von Mitarbeitern der Landesanstalt für Landwirtschaft, LFL, und des Fachverbandes Biogas vorgestellt. Sie erläutern die Vorteile der Artenvielfalt. Gerade wenn man jetzt langjährige Kulturen in dem Sinn anbaut, dann schont man in dem Sinn den Boden. Man muss nicht so oft in das Bodenleben eingreifen in dem Sinn. Man braucht eventuell auch, je nachdem, was für eine Kultur man anbaut, nicht so viel Pflanzenschutzmittel. Da in Biogasanlagen wir eben jetzt keine Reinkulturen brauchen, da ist es nicht so schlimm, wenn auch was anderes mit dabei ist. Und der Vorteil ist halt auch, dass wir durch Blühflächen, Blühpflanzen zum Beispiel auch Lebensraum eben schaffen für Insekten und auch für Wildtiere. Auf der anderen Seite muss man halt auch immer sagen, dass man das sozusagen ökonomisch auch für den Landwirt zusammenbringen muss. Für einen Landwirt muss sich das halt auch rechnen in gewisser Weise. Er muss davon auch was haben, denn auch ein Landwirt muss sozusagen von irgendwas leben und was verdienen. Und von dem her ist dieses Projekt hier ganz toll, weil man da auch ein bisschen versucht, das sozusagen zusammenzubringen und zu zeigen, wie das sozusagen alles zusammen funktionieren kann. Biogasanlagen führen also nicht zwangsläufig zu Maismonokulturen, die den Boden auslaugen. Das Beispiel in Almisbach zeigt, es ist durchaus Artenvielfalt möglich. Ja, die U21 ist Europameister und die deutsche Nationalmannschaft ist im Finale des Confed Cups in Russland. Sonntag geht's gegen Chile, aber was die Herren können, können wir Frauen schon lange. Mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause hier bei uns. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live, immer samstags, live informiert. TV Bayern Live, keiner ist näher dran, denn TV Bayern Live, das sind 16 Lokalsender im Freistaat. Unsere Korrespondenten sind dort zu Hause, wo es passiert. TV Bayern Live, ganz Bayern in einer Stunde. Immer samstags um 17.45 Uhr auf RTL und am Sonntag ab 17 Uhr bei Ihrem Regionalsender. Die deutschen Fußballer sorgen momentan für richtig Furore. Die U21 hat am Freitagabend mit dem Titel bei der Europameisterschaft einen Riesenerfolg gefeiert. Ja, und Sonntagabend dann tritt unsere doch sehr junge Nationalmannschaft im Finale des Confed Cups in Russland gegen Chile an. Aber auch die Frauen gehören seit Jahrzehnten zur absoluten Weltspitze, was nicht zuletzt an der hervorragenden Nachwuchsarbeit liegt. Und da schickt sich gerade eine junge Dame aus dem Bayerwald an, so richtig durchzustarten. Die Augen von Sophie Riepel glänzen mindestens genauso wie ihre Medaillen. Und die sind auch der Hauptgrund, warum die 17-Jährige momentan im 7. Fußballhimmel schwebt. Also ich bin Europameister geworden mit der deutschen U17-Nationalmannschaft und letzten Samstag deutscher Meister mit FC Bayern mit der U17, Gia Potsdam. Ja, es war unbeschreiblich die Saison. Einziger Wermutstropfen, bei der EM in Tschechien im Mai zog sie sich einen Muskelfaserriss sowie einen Außenbandriss zu und musste daher in den entscheidenden Spielen verletzt zuschauen. Ja, es ist bitter, weil man arbeitet ja wirklich als Fußballer nur für große Momente und das war heute einer gewesen, aber ich bin Gott sei Dank bei der Mannschaft dabei gewesen. Es war natürlich sehr schade, weil ich mich gefreut hätte, wenn ich spielen hätte können, aber man kann leider nichts ändern. Diese positive Einstellung ist neben dem guten Überblick und einer hervorragenden Technik auch eine von Sophies Stärken. Damit hat sie schon früh das Interesse höherklassiger Clubs auf sich gezogen. 2015 wechselte sie von ihrem Heimatverein TSV Regen zur Spielvereinigung Grün-Weiß Deggendorf, wo sie sich als einziges Mädel gegen die gleichaltrigen Jungs behaupten musste. Für Sophie aber von Anfang an kein Problem. Nein, also es war eigentlich so, dass es gekommen ist und
Natürlich haben die Jungs dann gemeint, jetzt hat später Dirndl mit uns. Das erste war natürlich gleich, dass er mir einfach die Schuhe rausgehauen hat. Dann war gleich der Respekt da und dann ist er eigentlich gleich voll integriert worden. Damit aber nicht genug, denn ihre Qualitäten haben sich schnell bis zum großen FC Bayern München herumgesprochen. Und so lief Sophie in der abgelaufenen Saison mit einem Zweitspielrecht nicht nur mit den Deggendorfer Bayernliga-Jungs auf, sondern auch bei den U17-Juniorinnen des FCB. Ziel war es, so lange wie möglich bei den Pumas zum Spielen, weil es einfach einen weiterbringt. Puma-Fußball ist einfach nochmal was anderes. Und ich habe das Angebot auch von Bayern gehabt, wollte aber meine Schule eigentlich da fertig machen, in Regen. Und habe mich dann für das Zweitspielrecht bei Bayern entschieden. Aber eben mit dem Ziel, dass ich so lange wie möglich bei Puma spielen kann. Und da habe ich mich für Deggendorf entschieden. Das Training absolvierte Sophie hauptsächlich in der Donaustadt. Zum Abschlusstraining und zu insgesamt 8 Spielen pendelte sie dann immer nach München. Für die Familie um Vater Adi ein immenser Zeitaufwand, der sich aber gelohnt hat. Ja, es hat also, sag ich mal, die letzten 10 Jahre eigentlich nur Sophie gegeben. Ich bin ganz, ganz stolz auf Sophie. In dem Jahr speziell, aber was in den letzten Jahren geleistet hat, das ist schon mir wie super, das zum Zusammenbringen, in die Schule gehen, im Verein und in der Nationalmannschaft zum Spielen, das ist schon aller Ehren wert. Im Sommer macht Sophie nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere. Künftig schnürt sie ihre Stiefel für die zweite Frauenmannschaft der TSG Hoffenheim. Die Gründe waren einfach, da oben ist eine Top-Förderung. Da habe ich 6 mit Training. Ich bin in einer WG untergebracht, wo aber auch Gastfamilie dabei ist, die mich top unterstützen. Und ja, das Gesamtpaket hat einfach passt in Hoffenheim. Ich habe mich sofort wohlgefühlt, als ich oben war. Und ja, deswegen habe ich mich für Hoffenheim entschieden. Bei der Spielvereinigung Grün-Weiß sowie der Familie sieht man den Wechsel natürlich mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge. Hoffenheim ist speziell in der Jugendförderung ein Top-Verein in Deutschland. Und da bin ich froh, dass da hingekommen ist. Und das andere ist, es sind 400 Kilometer, das ist weit, aber ich glaube, dass wir das überbrücken und dass wir das schaffen werden. Ich meine, das hat sich alles schon angedeutet, dass es in die Richtung geht. Sie war ja bei Bayern-Auswahl und Nationalmannschaft schon ewig dabei. Dann jetzt auch das Zweitspielrecht eben beim FC Bayern, wo sie regelmäßig schon gespielt hat. Und dass dann der nächste Schritt in den Profibereich rein direkt ist, war klar. Und wir freuen uns, dass sie es geschafft hat, so wie bei allen anderen Talenten auch. Und wir hoffen, dass es relativ weit kommt dann. Es ist ein großer Schritt und ich werde auch meine Family und meine Freunde da auf jeden Fall vermissen. Aber das ist der richtige Schritt und meine Familie unterstützt mich da auch in dem Punkt sehr und die werden da ab und zu mal nach Hoffenheim kommen oder ich eben nach Regen und das wird. Und da ist es wieder, dieses positive Lachen der Sophie Riepel. Das allein wird sicher nicht reichen, um sich den großen Traum vom Profifußball zu erfüllen. Mit Ehrgeiz, Wille und der nötigen Portion Glück könnte es aber klappen, damit zu den bisherigen 2 Medaillen noch einige weitere dazukommen. Tolle Leistung, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sonne und Wolken, örtlich Schauer, Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Soweit das Wetter von mir in Kürze. Den ausführlichen Blick für Ihre Region gibt's jetzt bei uns. Ich sage Servus, machen Sie es gut, genießen Sie Ihr Wochenende und lassen Sie es sich gut gehen. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wird präsentiert von Sternenfair. In der Nacht auf Sonntag zieht eine kleine Regenfront mit böigem Wind über den Freistaat. In der ersten Nachthälfte erwischt es uns in Franken und der Oberpfalz, in der zweiten Nachthälfte vor allen Dingen dann in Niederbayern, in Oberbayern und in Schwaben-Allgäu. Direkt am Alpenrand kommt der Regen erst in den Frühstunden an und in den Frühstunden lockern gleichzeitig dann in Unterfranken die Wolken wieder auf. 14 bis 10 Grad sind es in den Frühstunden zum Gassi gehen. Außerdem haben wir, wie gesagt, diesen kalten Wind, der dominiert auch dann tagsüber in Franken. Wir kriegen erst noch ein paar letzte Regenschauer. Es lockern die Wolken vorübergehend auf und am Nachmittag ziehen wieder einzelne Schauer durch bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad. Die Temperaturen fühlen sich aber durch den böigen West- bis Nordwestwind deutlich kühler an.
Auch in der Oberpfalz und in Niederbayern haben wir eine Mischung aus Wolken und Sonnenschein. Am Vormittag regnet es vor allen Dingen noch südlich der Isar und im Bayerischen Wald. Später lockern die Wolken auf und dann entstehen über dem Steinwald, dem Oberpfälzer Wald und dem Bayerischen Wald noch einzelne Schauer. Die Höchstwerte erreichen im Bergland 19, sonst 21 bis 23 Grad. Aber auch hier haben wir diesen sehr böigen und ruppigen West- bis Nordwestwind. In Schwaben, Allgäu und Oberbayern regnet es am Alpenrand etwa so bis zum späteren Vormittag. Dann zieht sich der Regen nach Tirol und Salzburg zurück. Dahinter lockern die Wolken auf und es setzt sich eine Mischung aus Wolken und immer mehr Sonnenschein durch. Am späteren Nachmittag entstehen noch einmal einzelne Schauer. Im Regen sind es am Vormittag 16 Grad am Alpenrand. Am Nachmittag werden auch hier wie sonst um und über 20 Grad erreicht. Aber auch hier haben wir nach wie vor diesen böigen Wind. Nur in den Alpentälern ist der Wind ein bisschen schwächer. Und dann geht es langsam, aber sicher aufwärts. Am Montag begleiten uns noch einzelne Schauer durch den Tag. Meist scheint aber schon die Sonne. Es wird ein bisschen. Am Dienstag dann deutlich wärmer mit viel Sonnenschein. Hochsommerlich präsentiert sich der Mittwoch mit rund 27 Grad und strahlendem Sonnenschein. Der Donnerstag wird dann um die 30 Grad heiß. Und Richtung Wochenende bekommen wir voraussichtlich Gewitter. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wurde präsentiert von Sternenfair.